Hast du genauso wie ich Probleme beim draußen schlafen, wenn dein Kopf nicht richtig liegt? Da habe ich was für dich. Wenn es dich interessiert, dann bleib dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem kleinen Video mit dabei bist. Heute soll es um ein Kopfkissen gehen, und zwar ein Kopfkissen von Decathlon. Denn ich habe öfter mal Probleme gehabt, früher zumindest, wenn ich draußen geschlafen habe, dass ich nicht vernünftig einschlafen konnte, weil ich einen schon stark erhobenen Kopf brauche und mir da der Rucksack als Unterlage einfach nicht genügt. Alle Infos findest du wie immer unten in der Videobeschreibung, sowieso natürlich einen Link, wo du die Details auch nochmal angucken kannst, sowie auch Ersatzlinks, also sozusagen nochmal andere Kissen, die ich auch schon ausprobiert habe, die ich auch durchaus empfehlen kann, wenn sie auch in einer anderen Preiskategorie spielen. Das hier ist das Helium Pillow von Decathlon. Es kostet ungefähr 15 Euro. 14,99 um ganz genau zu sein, und hat dabei die Abmaße in der Länge 36 cm, in der Breite 25 cm und in der Höhe 7 cm. Dabei wiegt es knapp 170 Gramm und kommt in diesem ja kleinen, schicken und durchaus wertigen, wie ich finde, Packsack daher. Ne, man sieht das hier, das Material ist eigentlich relativ fest, die Nähte sind hier alle ganz gut verarbeitet worden, ne? Die Kordel, die rote, gefällt mir natürlich immer, rot ist top. Und da gucken wir uns das Kissen nochmal genau an. So, das ist das Kissen, beziehungsweise natürlich noch nicht aufgeblasen. Um das Kissen aufzublasen, haben wir hier oben ein kleines Ventil. Das sieht man, ne? Und das ist etwas, was Decathlon oft benutzt. Das ist dieser Druckventil, so kann man das nennen. Das heißt, es pustet hier rein. Sobald kein Druck mehr da ist, verschließt sich das automatisch. Und wenn du die Luft entlassen willst, musst du nur hier drauf drücken. Auch das Aufpusten geht relativ schnell. Fertig schon. Einfach verschließen und jetzt kann man es schön als Kopfunterlage benutzen. Ich habe das Kissen jetzt knapp 3-3,5 Monate in Gebrauch. Das heißt, es ist hier nur ein erstes Hands-on, natürlich noch keine Langzeit-Review. Das Kissen lässt sich unterschiedlich aufblasen, natürlich. Jetzt ist es sehr hart. Ich mag das, wenn es ordentlich hart aufgepustet ist. Das Außenmaterial fühlt sich angenehm an, ist auf jeden Fall ein Stoffverbundmaterial, also ich nehme an Baumwolle, Polyester, eine genaue Angabe dazu habe ich nicht gefunden, wenn doch, packe ich sie hier unten einfach mal rein ins Video, damit du das nachlesen kannst. Und dieser ganze Bezug ist abnehmbar, ne? Also ihr seht das hier auf der anderen Seite, das eigentliche Kissen ist das Graue hier drin, was mehrere Lamellen hat, und man kann, wenn es nicht aufgepustet ist, diesen Bezug einfach rausnehmen, waschen und dann wieder aufsetzen, was ich sehr, sehr gut finde. Das ist natürlich deutlich ein Vorteil vor anderen Kissen, die sowas oftmals nicht haben, also einen richtigen eingebauten Bezug mit auch einem ordentlichen Ventil. Ich habe schon mal andere getestet für knapp ungefähr 6 Euro in dem Preisbereich, und die sind dann meistens ja bisschen so mit einer Plüscheoberfläche behandelt oder sonst irgendwas in der Richtung. Da kann man natürlich dann den Bezug nicht wechseln. Und ich muss auch sagen, die sind von der Form oftmals nicht so gut, weil wir haben hier wirklich ein durchgängiges Kissen, nur eine leichte Eindellung hier sozusagen und nicht, wie wir es bei vielen anderen haben, so ein richtiges Loch hier drin, wo ich nicht so ganz verstehe, beziehungsweise es funktioniert nicht so ganz mit meiner Kopf-Nackenpartie auf den anderen dann zu schlafen. Bei dem hier funktioniert das sehr gut. Bei einigen Touren hatte ich das jetzt schon dabei, zum Beispiel auch bei der letzten Schlaftour in der Hängematte war dieses Kissen mit am Start. Ich nehme es auch gerne einfach mal so daher, wenn wir in den Park irgendwo fahren oder so, die Hängematte aufspannen und dann uns entspannt ein bisschen hinlegen. Ne? Das ist ganz praktisch. Das innere Kissen, seht ihr hier, das sind so Lamellen, die sind einfach ganz normal verklebt, damit das alles schön hält, damit man ein bisschen Einsinkfläche hat etc. Sehr gut, sehr bequem gemacht und hält auch stramm, ordentlich, selbst wenn man jetzt so drauf drückt. Ne? Ihr seht das, ah, da kann ich ordentlich drauf drücken, das bleibt trotzdem vernünftig stramm. So soll natürlich auch sagen, mit 15 Euro ist es natürlich auch ein Aufblaskissen, hallo Samwise, das relativ teuer ist. Also normalerweise kosten die so 7-8 Euro, es gibt sie auch manchmal günstiger, aber ich sag mal so im 15 Euro Bereich, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Da hat man hier ein vernünftiges Kissen mit einer 2-Jahres-Garantie, steht zumindest außen auf dem Beutel drauf. Normalerweise ist Decathlon bei sowas kulant, ja, da kann man immer mit denen reden, und ja, hat man ein super Kissen für, ich finde, einen fairen Preis, durchaus angenehm. Es passt gut, es hat ein gutes Packmaß, es ist vom Gewicht her gut, das mit dem Wechseln von dem Kissenbezug finde ich sehr gut, muss ich sagen.
Und auch ansonsten ist es sehr bequem, fühlt sich wertig an und gibt einen ordentlichen Halt auf den Kopf. Ah. Top Kissen, Top Preis, Top Qualität. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos. Einfach mal durchklicken, natürlich zur Ausrüstung, wie immer auf dem Kanal. Und hier unten auf dem kleinen Button, wo jetzt das Kissen ist, hoffentlich mache ich das richtig rum später, kannst du natürlich mein Kanal abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Denn dann verpasst du auch keine Ausrüstungsvideos mehr. Ich sage dann mal tschüss, tschüss, bis zu den nächsten Videos.